einfach. Ja. Ne? Also er hat 240.000, das ist ja für so ein Auto jetzt auch nicht, ist nicht wenig, aber auch nicht übermäßig viel. Ich bin mal gespannt, wurde hier nachgeholfen oder nicht. Wow! Hoschke, Dennis bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sitze gerade in meinem Audi A6 Quattro und fahre nach Zoo Tuning, nach Mittier. Wir haben hier den V6 mit 240 PS und 500 Newton. Und was mich sehr, sehr stark interessiert, nach 12 Jahren und knapp 240.000, wie viel PS hat der noch? Ich habe noch nie einen Diesel gemessen. Wie sieht die ein? Streuen die runter oder haben die mehr PS? Ich bin der Meinung, das Ding ist doch voll im Saft. Der hat einfach ein Drehmoment, das ist nicht normal. 500 Newton sind nicht klein zu reden. Wir sind auf der Landstraße, 50 km/h, einmal Kickdown. Und das Ding marschiert nach vorne. Einfach Wahnsinn. Nur noch gute 30 Minuten zu fahren, ich freue mich schon. Ich genieße die Fahrt und wir sehen uns gleich. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, was wir an PS haben. Mit dir! Guck mal. Das ist auch so eine Grinsepacke, ne? Ist nur am Lachen. Habt ihr schon mal mit dir schlecht gelaunt gesehen? Ich nicht. Geht ab. Gut, wie geht's dir? Gut. So. Jetzt, wo ich dich sehe, geht's mir direkt wieder besser. Oh, was hast du uns da mitgebracht? Ein 3 Liter TDI Quattro mit 240 PS, 500 Newton. Wie soll er gelaufen? 240.000 knapp. Das ist für dich ein Neuwagen, oder? Wir haben ja diesen Triptronic hier. Also so schlimm kann er ja nicht misshandelt worden sein. Was würdest du jetzt gefühlmäßig sagen, wie viel PS haben die noch? Streuen die runter? Ich sag jetzt mal, im normalen Zustand ist ja jetzt weder extrem gut, vor allem nicht extrem schlecht, dann schaffen die eigentlich trotz alledem ganz gut ihre Serienleistung, ja. Ne, da, also so um 240 PS würde ich da jetzt dann auch erwarten, ja. Ja. Ich denke, das werden wir gleich sehen. Alter und laufleistungsentsprechenden Zustand sein, jetzt nicht komplett runtergerockt oder so, sieht ja jetzt auf den ersten Blick auch nicht so aus, ne. Mhm. Aber ich meine, was jetzt so Motor und Technik und so weiter, du bist jetzt ja ein bisschen gefahren, aber siehst ja jetzt nicht auf den ersten Blick, ne, wie was das da schon durchlebt hat, mhm. Ja. Wenn wir weit drüber sind oder weit drunter, dann... Mhm. Irgendwas komisch, ne? Dann ist vielleicht schon was gemacht worden oder irgendwas kaputt oder je nachdem in welche Richtung es geht, aber ich würde sagen, wenn eine Serie ist, soll ich ja eigentlich um 240 PS auch machen, ja. Ja, ich bin auch, also ich hoffe, da wurde nichts gemacht, weil das wird mich enttäuschen, so, ne? Wenn er jetzt, ich sag mal, 600 schon. Newton hat und 250 PS oder so. Dann ist eine falsche Einschätzung zum falschen Daten, ja. Ja. Genau, aber gut, dann würde ich sagen, machen wir mal die Rampe ran. Dann fangen wir direkt an hier. Wie gesagt, es gibt Faktoren, wie zum Beispiel AGR, wie zum Beispiel Partikelfilter. Das kann man natürlich nicht sehen. Ich habe auch nicht ausgelesen, das heißt, ich weiß nicht, ob er irgendwelche Probleme hat. Was ich sagen kann, der läuft sehr, sehr gut, sehr rund. Das ist natürlich auch Voraussetzung. Mit dir brauchst du Hilfe? Ja, wir sind da schon. Ist schon alles dran. Ich frage ja auch erst, wenn er fertig ist. Mit dir, was für Gefühl hast du? Hat er 240 PS? So, jetzt die ersten paar Meter. Fühlt sich sehr kräftig an, vielleicht 241. Du weißt ja, mit dem Kompakt mit 314 PS hatte ich hier Probleme gehabt, hier hochzukommen. So, das Ding wird hier einmal auseinander. Stellt jetzt die Länge ein. Ja, aber es ist heute ein richtig langen. Kann man auch falsch verstehen. Könnte man, aber. Ja. Wenn die da schon deutlich weniger Leistung haben, dann ist da meistens irgendwas mächtig faul. Ja. Da würde man dann beispielsweise sehen, dass der untenrum meistens dann relativ normal noch läuft. Und ja. Ich sag mal, mit steigender Drehzahl, je nachdem wie voll er ist, so über von 3000 oder so, dass dann die Leistung irgendwie nicht mehr ansteigt oder gehalten wird, sondern irgendwie komischerweise schon abfällt. Vor dem Partikelfilter, dass die davor dann schon richtig das Rohr farbig angelaufen ist und so, das wird richtig heiß, ja. Das habe ich auch schon mal bei denen gesehen, dass und dann noch richtig Abgasgegendruck, ja, und dann ist es einfach, das ist wie so ein kleines Y-Stück, ja, das ist genau da dann aufgeplatzt. Die Kurve angucken und dann, ich sag mal, kurz analysieren, wie gut oder schlecht, was man da erkennen kann, ne. Das ist meistens deutlich mehr als nur eine Leistungsangabe oder Drehmomente. Heute wird spannend. Alles angemacht. Ich bin mal gespannt, was für ein Sound Diesel hat beim Beschleunigen.
der wird jetzt relativ leise sein, ne? Aber wenn du die mit so einem, ich sag jetzt mal Sportauspuff oder irgendwas, was man besser hört, ich finde, die klingen eigentlich ganz geil, ne? Echt? Weißt du, was mich interessieren würde mit dir? Machst du gerne Diesel oder machst du gerne Benziner? Softwareoptimierung. Boah, das ist wirklich eine gute Frage, die habe ich mir selber noch nie gestellt. Ich glaube, ich würde sagen, es kommt drauf an, was für ein Auto und was, ja, was da so gemacht wurde, weißt du? Also es gibt sehr geile Dieselprojekte. Ja, ich sag mal, angefangen habe ich mit Benziner, ne? Ich würde wahrscheinlich sagen, Benziner ist ein Tick weiter vorne. Ja. Wir sind ready, ja. Okay. Einmal kurz einlaufen lassen, synchronisieren. Ja, warte mal. Und dann können wir die Tradition. Ich sag 230 PS. 230? Ist das zu wenig? Ich denke, es ist zu wenig, ja. Okay, dann sag ich 235. Danke für den Tipp. Ich würde so um 240 rum erwarten, deshalb sage ich auch 240. Wenn er nicht gechippt wurde. Genau, ja. Ja gut, okay, das wissen wir jetzt, das wissen wir jetzt beide. Aber nicht, ne? Ich meine, kann es jetzt passieren, dass wir jetzt 250 PS haben, aber er wurde nicht gechippt? Kann man eigentlich sehen, wenn ein Wagen gechippt wurde oder nicht? Kannst du das sehen, aber okay. Es gibt so viele Faktoren. Ich sag mal, der kann auch jetzt gechippt sein und wir messen trotzdem nur 240 PS, weißt du, wie ich meine? Achso, okay. Also, da ist irgendwas faul und es wurde was gemacht. Also das ist kein eindeutiger Beweis, jetzt sage ich mal, dass da was gemacht wurde. Also wenn ich das persönlich wissen will, ob da wirklich was gemacht wurde, dann lesen wir den aus, ja. Dauert das lange? Ich würde es im Nachhinein machen. Okay, ja. Wir machen das nachher. Ja, irgendwas. Die messen jetzt. Ihr könnt natürlich mitmachen. Ich habe 235 gesagt, er sagt 240, wir haben 239 PS, ne, was hier? Ja, je nachdem, wie man rundet, 239, aber ich runde auf. Okay. Und was sagt ihr? Boah, ich bin gespannt. Gehen wir davon aus, es ist original, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Kunde hier irgendwann Chiptuning gemacht hat. Oder so, nee, das ist erste Hand. Ja? Ah, guck mal, erste Hand. Ja. Also wir hatten das mal eine Zeit echt häufig, aber jetzt schon ganz lange nicht mehr, dass Leute dann zur Leistungssteigerung gekommen sind und dann wurde festgestellt, da ist schon was gemacht. Vielleicht heute wieder. Mit dir eine Frage, ich habe das ja früher mal so mitgekriegt. Du weißt ja, beim TÜV wird der Wagen ausgelesen, Bremsen und so weiter und so fort. Stimmt das, wenn dein Wagen gechippt ist, also dass der TÜV-Prüfer das sehen kann? Ja, also das stimmt teilweise. Ich muss ja sagen, wir machen ja Tagesgeschäft, TÜV. Jedes Auto wird ausgelesen, egal Benziner oder Diesel. Ich habe es noch nie gehört, dass der TÜV-Prüfer gesagt hat, ey, der wurde gechippt. Das gibt es auch. Jetzt versuchen das aufzuklären. Und zwar, das hat mit Chiptuning eigentlich nichts zu tun und da wird auch prinzipiell nicht Chiptuning erkannt, aber das hat angefangen mit dem Abgasskandal. Und da sollten dann die ganzen Fahrzeuge alle im Prinzip zum Update, warum auch immer, ich sag mal, geweigert oder versucht, Mittel und Wege zu finden, dieses Update zu umgehen. Es gibt in dem Steuergerät mehrere Prüfsummen. Unter anderem ist halt CVN da mittlerweile ein gängiges Thema, wo die dann beim TÜV bei diesen Abgasskandalfahrzeugen abgefragt wird und diese Prüfsumme muss im Prinzip dem Original entsprechen. Ist das nicht der Fall, wird davon ausgegangen, dass manipuliert wurde. Aber mit dieser Manipulation ist eigentlich weniger jetzt ein Chiptuning gemeint, sondern eher musste eine neuere Softwareversion drauf. Du hast dich aber, sag ich mal, irgendeinen Weg gefunden, wie du das umgehen konntest und fährst weiter mit der alten rum. Ja, warst irgendwann bei dem Update und hast wieder die alte drauf gemacht. Dann kommt so eine Meldung, dass das an dieser Software halt manipuliert wurde, weil die CVN und auch die Kalit. Kalit ist im Prinzip bei VAG ist relativ einfach, das ist die Teilenummer des Steuergeräts, oder? Und die Teilenummer gibt auch gleichzeitig einen Softwarestand an oder beziehungsweise eine ganze Reihe von Softwareständen. Das wird da also alles geprüft, ne? Auch ob das zusammenpasst und so weiter. Und wenn das der Serie entspricht, dann kommst du halt einfach durch. Entspricht das nicht der Serie oder beziehungsweise ist diese CVN oder Kalit von einem Stand, der zu dem Abgasskandal gehört, also wo manipuliert wurde, dann fällst du natürlich auch durch. Dann steht da genauso Manipulation erkannt und das wurde aber nicht, ich sag jetzt mal, ins Leben gerufen wegen dem Chiptuning oder sowas, sondern deswegen. Ich sag mal, wenn man da beim TÜV durchfällt, dann ist im Vorfeld, also wenn man jetzt beim Tuner war und der einigermaßen was von seiner Arbeit versteht, dann kann man diese CVN mit so einem Bypass, also das ist jetzt nicht wie eine Checksumme im Softwarestand oder so, sondern man kann diese Prüfsumme manipulieren. Also das ist das, was dahinter steckt. Jetzt kalibrierst du das Ganze? Synchronisieren wir einfach die Drehzahlen kurz, ja. Dann können wir den einmal messen. Also wir machen jetzt das Gebläse an, damit es laut ist, hört ihr uns eh nicht. Aus Kopfhörer? Nein, ich genieße mal diesen lauten Diesel-Sound.
interessant. Ist der gechippt worden? Weil das müssen wir jetzt herausfinden. Also, es ist ja Wahnsinn. Mit dir? Also, ich würde jetzt sagen, zumindest vorerst, aber wir können ja relativ deutlich eigentlich sehen, ich denke, das Ding wird Serie sein. 99%ige Sicherheit, also wir sind ja sehr dicht an der Werksangabe, leicht drüber. Das ist das, was man auch im Prinzip gewohnt ist, ja. Guck mal, bei 1500 Umdrehungen hat er schon 421 Newtonmeter. 1600, gut, hier 1500 haben wir nicht ganz drauf, aber wird da auch nicht viel schwächer sein, ne? Genau. Ja, und wie findest du die Kurve? Völlig normal aus. Die Kurve? Ja, guck mal, die ist ja richtig glatt sogar, ne? Also gut oder nicht? Das ist sehr gut. Okay. Also für das wollte ich hören. Sagen wir mal, ich hätte so erwartet, wenn er im Zustand ist, wie er jetzt auch auf den ersten Blick wirkt einfach. Ja. Ne? Also er hat 240.000, das ist ja für so ein Auto jetzt auch nicht, ist nicht wenig, aber auch nicht übermäßig viel. Ich sag mal, das ist für die Zeit eigentlich eher eine ganz normale Laufleistung, ja, und das verkraften die auch eigentlich ganz gut. Also ich bin und das sieht sehr gut aus, ja. Dass die hier bei 4000 schon minimal vorher abfallen, ist auch ganz normal. Also es ist nichts Ungewöhnliches. Ist ja diese, klar. Ja, genau. Die fallen dann ja langsam ab. Aber wo haben wir unser Peak? Peak haben Peak wir? Ist im Prinzip, kannst du hier ablesen, 3577, da hat er die allerhöchste Leistung. Ist aus dem ganz normalen Bereich. Ja. Was mich jetzt interessiert, mit welchem Gang? Also du hast jetzt manuell natürlich gemacht. Ja, das ist bei denen ein bisschen tricky. Das ist auch jetzt nicht 100% richtig gemacht, weil wir haben jetzt, oder ich habe jetzt im vierten Gang gemessen, ganz einfach aus dem Grund, weil wir halt im fünften schon sehr nah an dem Werksdrehmoment begrenzt sind. Das heißt also, wenn jetzt jemand etwas gemacht hätte, ja, dann hätten wir im fünften Gang maximal eine höhere Leistung messen können. Also in dem Bereich, wo das Drehmoment schon wieder abfällt. Ne? Mhm. Hier steigt ja normalerweise dann die Leistung, die könnte dann weiter steigen. Ja, das können wir dann messen. Aber um dann zuverlässigeres Ergebnis zu bekommen, habe ich jetzt einfach einen vierten Gang genommen. Und du siehst ja, so falsch kann es nicht sein. Es ist sehr dicht an der Werksangabe, ja, bis auf 1, irgendwas Newtonmeter und PS. Ne? Wahnsinn. Oder beziehungsweise 239,6 oder was haben die? Wenn du es aufrundest, hast du 241, ja, nicht mal 2 PS Abweichung, also so, das ist, denke ich, sehr gut. Was mich jetzt interessiert, ist das die Originalsoftware oder wurde hier geholfen? Das heißt, wir versuchen jetzt einmal auszulesen, das sollte in dem Fall, wenn ich richtig liege, sollte ein LC17CP41 drin sein, das ist für dich uninteressant, aber... Er redet mit mir Chinesisch. 241 PS, 501 Newton, das ist Wahnsinn. Quasi ist er jetzt eingefahren mit dir. Hat ihn nicht interessiert. Nee. Bin ich mal gespannt, wurde hier nachgeholfen oder nicht. Was sagt die Software? Wurde manipuliert? 85% gelesen. Den wichtigen Teil, den wir brauchen, den lesen wir jetzt gerade und dann können wir gleich mal gucken. Wir können vielleicht schon mal rübergehen, der ist jetzt gleich nämlich fertig. Und mit dir, was sagt die Software? Ja, einen Moment, ich muss noch was schließen und dann laden wir das jetzt mal rein und dann siehst du eigentlich schon relativ sofort, ob das Serie ist oder nicht. Ich denke mal, so einen Seriendatenstand werde ich hier drin haben. Ja, und jetzt siehst du hier oben, ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst, ist halt 100% identisch zu einem Projekt, was ich ja so habe. Ne? Jetzt kann es zwei Gründe dafür geben, entweder ich habe den getunt oder er ist original. Sieht in der Regel so, vergleiche ich das nochmal direkt mit dem Original und es gibt keinen Unterschied, dann weißt du, der ist original. Achso, das ist das Original. Also du hast jetzt quasi da oben ist das Original und da unten ist das ausgelesen. Ja, im Prinzip wird es einfach nur gekoppelt und dann kannst du halt nach dem ersten und letzten Unterschied suchen. Wie du siehst, er findet keinen, also ist ja original. Und deswegen stand auch 100% dann, ne? Genau, 100% Wahnsinn. Identisch im Prinzip zum Original. Ja, ich bin begeistert. Wie findest du die Motoren denn eigentlich? Gut. Also ich sag mal, am Anfang waren die so ein bisschen, als die Autos jetzt noch so ein bisschen neuer waren, waren die so ein bisschen verrufen, weil die ja ab und zu mal, wahrscheinlich auch beschädigte Kolben und sowas, ne? Da war eigentlich das Standardproblem immer Injektor, ne? Das gab's ja bei verschiedenen Fahrzeugen, exakt genau das gleiche Problem, also dass wenn die Injektoren halt irgendwann kaputt gehen und die anfangen zu tropfen, dann kann das auch mal einen Motorschaden verursachen, ja. Ne? Also das heißt, für jeden, der sowas vielleicht mitkriegt, irgendwas, das Auto riecht komisch nach Diesel, ist was weiß ich, es raucht, er läuft nicht rund, genau, ja. Auch ein sehr häufiges Anzeichen, wenn ein Zylinder oder so vielleicht nur betroffen ist, dann sollte man das vielleicht beim Diesel nicht so unbedingt auf die leichte Schulter nehmen, der fährt fast noch normal weiter, aber das kann heftige Schäden verursachen, ja. Was machen wir jetzt? Das Ding tunen oder was? Ja, wenn wir beim nächsten Video sehen. Weil Software optimieren ist ja auch nicht so einfach. Viele haben so Angst, wenn man halt Thema Software optimieren geht, ne? Aber ich will auch damit in den Urlaub. Mit dir, dann sehen wir uns im anderen Video.
wenn wir ja, das Ganze machen. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Motor ist noch voll im Saft. Das können wir jetzt sagen. Okay, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Werden wir Software optimieren machen. Genau. Und da bin ich mal gespannt, was mit dir da rausholt. Und Thema, Garantie, Thema. Ja, vielleicht können die Leute ja auch mal reinschreiben, die so dazu hätten, die vielleicht auch noch gar keine Erfahrung damit haben oder so. So, mit dir. Dankeschön. Jo, und dann. Wir sehen uns, wenn wir Software optimieren machen. Ich bin gespannt. Boah, wie viel PS kommt da raus? Und wie viel Drehmoment? Oh mein Gott, geil. So, bis später. Ciao.